Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen FSK-Flatschen, Klebepopel, Horror-Unboxing. Anders kann ich zu den Scheißdingern hier nichts sagen. Ja. Lass uns mal auspacken, die Dinger. Oder das Ding. Wo kann man es denn schön aufpacken? Guck mal. So, und jetzt kommt wieder meine Challenge. Den scheiß FSK-Flatschen erstmal weg. Langsam mal versuchen. Oh, 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 das sieht gut aus. Ah. Jawohl. Ein bisschen Rückstände. Jawohl, das erste, wo ich es jetzt rückstandslos weg habe. Dann kümmern wir uns mal um die J-Card. Beziehungsweise Backcard, ist ja keine J-Card. Ja. Machen wir den hier mal weg, dass wir das Steelbook nachher der vollen Pracht genießen können. Da sind das die Dinger. Jetzt schon mal zur Folie. Als erstes gucken wir uns mal die Backcard an. Beschreibung, Credits. Spezifikationen. Hm, stell scharf, jawohl. So, legen wir die mal weg. Und dann widmen wir uns mal dem Steelbook. Dann gucken wir mal den Effekt. Ah, das habe ich mir gerade gedacht. Also der Schriftzug ist. Golden, so golden, ah, sogar das Marvel Studios ein bisschen. Ah ja, hinten genau das gleiche. Ah ja, das finde ich jetzt langweilig ein bisschen. Aber bloß die Konturen so. Ein bisschen nachzieht. Erstmal den Schuber ein bisschen. Jetzt widmen wir uns dem Steelbook. So wie mondotypisch Hintergrundgrundierung matt. Und die Charaktere sind halt Hochglanz, Spotlack veredelt. Die Rückseite, genau das gleiche, matt glänzend, matt glänzend. Ja. Dann gucken wir uns mal sind gerade Gänse an. Oh, ist jetzt bestimmt mein viertes Unboxing und ich habe noch nie den Spine gezeigt, ha? Ah, verzeiht mir. Das sind meine ersten Unboxings und ich lobe Besserung. Gucken wir uns mal den Imprint an. Hier typisch die Blu-ray und die 4K. Und dann gucken wir uns das hier mal an. Oh ja, auch wieder. Matt grundiert der Vordergrund und der Hintergrund ist wieder mit dem Steelbook-Effekt versehen.
Ja, das. Also das fand ich jetzt ein bisschen langweilig. Klar, Inprint, farbig, muss man hoch anrechnen. Hat man schon anders gesehen von Disney. Das war's mit dem Unboxing und wir sehen uns beim nächsten. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und IDO!